Hallo aus Berlin, wir sind hier auf dem Kongress Frauenzimmer und das hat zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden. Und Wellness, Kaffee, Reden, ja, das gab es hier auch, aber es gab auch Strategieworkshops, Finanzseminare und Kommunikationstipps. Und die Initiatorin und Organisatorin steht neben mir. Elke Herbst, Sie sind ja selbst Geschäftsführerin, Sie haben es ja quasi geschafft. Hatten Sie das Gefühl, wenn Sie ein Mann gewesen wären, dann wäre alles ein bisschen leichter gewesen? Leichter weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall schneller. Also mein Karriereweg hat eigentlich alle Stufen gehabt. Ich habe Volontariat gemacht, dann war ich Redakteurin, dann war ich lange Jahre auf einem Job und habe mich karrieremäßig nicht weiterentwickelt. Und in der Zeit sind viele Männer eigentlich an mir vorbeigezogen und haben dann schon den Job gemacht, den ich jetzt heute mache. Also ich glaube, es wäre leichter, weiß ich nicht, aber ich glaube, meine Karriere wäre schneller so verlaufen, wie sie jetzt innerhalb von fast 30 Jahren verlaufen ist. Bei Männern habe ich doch erlebt, dass sie es fast in der Hälfte schaffen. Und war das eine Motivation, diesen Kongress zu organisieren? Unter anderem ja. Also meine eigenen Erfahrungen, aber auch die Erfahrungen, die ich jetzt im Handwerk gemacht habe, dass ich merke, mehr und mehr Zimmerinnen und Dachdeckerinnen sind auch Unternehmerinnen. Sie haben ihr eigenes Unternehmen. Und die Veranstaltungen sind aber immer noch sehr männerlastig, auch von den Themen her. Mhm. Es gibt dann ein Damenprogramm, da können die Damen hingehen. Es sind aber mittlerweile auch mitarbeitende Ehefrauen, die wirklich eine verantwortungsvolle Tätigkeit haben. Die wollen nicht nur über Schmuck und über Mode und über Edelsteine sprechen im Damenprogramm, sondern auch über andere Inhalte, betriebswirtschaftliche Inhalte. Ja, und die Unternehmerinnen, was ist mit denen? Wo haben die ein Forum hier in Deutschland? Das war unsere Motivation. Und hier waren tatsächlich einige auch Bauunternehmerinnen da mit großem Umsatzvolumen, ja, die da waren, zu sagen, ich wollte einfach mal schauen, mit wem könnte ich zusammenarbeiten. Eine hat gesagt, okay, ich möchte ausbauen, welche Zimmerei passt vielleicht. Wieso braucht es aber dann so einen Frauenkongress? Hätten Sie nicht einfach auch noch das öffnen können für Männer? Das ist auch gar nicht ausgeschlossen. Also die Zukunft sieht nicht so aus, dass wir immer sagen, die schließen Männer aus. Aber beim ersten Mal, das ist ja die erste Veranstaltung, haben wir im Konzept gesagt, erstens fragen wir mal die Frauen, die Interesse haben. Wie hätten sie es denn gerne? Wir haben ja Botschafterinnen gehabt, das sind 4 Unternehmerinnen. Und die haben wir gefragt, sollen wir es mit Männern machen, gemischt? Und die haben alle gesagt, also am besten wäre beim ersten Mal einfach mal nur wir Frauen unter uns. Wir könnten uns austauschen. Und Frauen, das haben wir auch gemerkt hier in Berlin, verhalten sich anders, wenn keine Männer dabei sind. Das ist nicht immer gut, aber hier war es jetzt wirklich mal sehr erfrischend und befreiend. Und die Rückmeldung haben wir auch bekommen, dass es gut war. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir in Zukunft auch Männer mit einladen. Okay, dann vielen Dank. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und wissen wollen, was da so passiert ist, auf dachfrauen.de finden Sie weitere Informationen.